dann ärgere ich mich schwarz. Ach, jetzt habe ich aus Versehen. Entschuldigung, ESC gedrückt. Dafür habe ich es jetzt ja anscheinend automatisch nochmal gestartet, obwohl ich irgendwas anderes gedrückt habe. M? Wird mit M das Ding auch aufgerufen? Will gleich nochmal probieren. Tatsächlich? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Wir hatten... Nee. Whatever. Whatever. Okay. Wir begeben uns jetzt... Ja. Da, jetzt geben wir das erst schon mal ab. Schließlich bekommen wir ja da eine Levelbelohnung und dann dürften wir ja wieder hochgestiegen sein und dann können wir das nächste jetzt hier machen. Ich mache so ungern unterhalb der empfohlenen Levelgröße. Was will ich sagen? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich mache ungern Level 23 Herzchen mit Level 22. Nicht, weil es schwer wäre oder so, sondern weil es halt einfach... Ich weiß nicht. Ich will den empfohlenen Spielgenuss. So, und jetzt drehe ich mir mal eine Zigarette während die reden. Beseitigt sie und ihr beseitigt die Gefahr. Ihre Bewegungen sind planvoll. Wir müssen die Wurzel des Problems beseitigen, nicht ihnen von Kampf zu Kampf nachlaufen. Um welchen Preis? Die Untoten greifen an. Wenn wir nichts tun, sterben Unschuldige. Mut soll euch die Hand... Vertretung der Krone! Die Repräsentanten der Orden haben von eurem Erfolg berichtet. Gut gemacht. Vielen Dank, Logan. Ich bin froh, dass wir die Kinder retten konnten, aber die Untoten sind immer noch ein Problem. Ich habe gehört, die Kinder wollen einen Seraphen im Sumpf gesehen haben. Ziemlich entsetzliche Geschichte. Sie hatten vor ihm genauso viel Angst wie vor den Untoten. Offenbar war der Soldat gewalttätig und wirr im Kopf. Man sagt auch, er war von Untoten umgeben. Die ihm aber nichts taten. Im Leichenhof-Morast gibt es keine Seraphen-Außenposten. Was tut ein einsamer Seraph da draußen? Die Seraphen sagen, ein Corporal namens Kellach sei abwesend. Ich nahm an, er treibe sich saufend in Löwenstein rum. Aber vielleicht steckt mehr dahinter. Dieser Kellach könnte unter Saitans Einfluss stehen. Ob er die Auferstandenen aufhetzt, dass sie immer aggressiver werden? Vielleicht ist er ein Nekromant. Wir haben keine Zeit zum Rätselraten, Vertretung der Krone. Späher der Wachsamen melden weitere Untote im Anmarsch auf Triskel Kai. Die Verderbnis breitet sich aus. Wenn, dann ist Triskel Kai nur ein Symptom. Was immer die Untoten landeinwärts lockt, wird das auch weiterhin tun. Selbst wenn wir die Stadt retten. Wir sollten herausfinden, was mit Kellach geschehen ist. Bis wir wissen, was hier wirklich vorgeht, stopfen wir nur irgendwelche Löcher. Ihr wollt irgendwelchen Phantomen nachjagen, Ihan? Von mir aus aber riskiert dabei nicht Triskel Kai. Wir brauchen Soldaten, um die Stadt zu verteidigen, sonst sterben Zivilisten. Ich bin dabei. Einige wenige werden jetzt sterben. Dafür retten wir auf lange Sicht viele Leben. Weil ich total bei dir bin. Der Orden der Gerüchte ist bereit, diesen Tausch einzugehen. Der Gerüchtetyp. Gut, dass die Entscheidung nicht euch beiden zusteht. Die Vertretung der Krone wird entscheiden. Ja. Wir stehen für Schwache und wir machen jetzt natürlich alles, was die Wachsamen uns befehlen. Und deshalb bleibt mir nichts übrig. Meister Holzfäller-Axt, Meister Erntesichel, Meister Spitzhacke. Wir nehmen die Meister Erntesichel. Fertig damit. Und Levelaufstieg perfekt. So. Zack. Ich würde noch nee, 6 Kuss. Die rüsten wir gleich mal aus. Und die packen wir ein bisschen da runter. So, das nehmen wir dann. Ja, Hammer, der war jetzt nicht so der Bringer. Nicht meins. Gut. Schön. Dann hinaus. Wieder zurück. Okay, und hier wird's quasi angegriffen. Triskel Kai. Aha. Was für Stufe ist das? 24. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine komplette Stufe mit den zwei Herzchen bestreiten.
Mit dem Herzchen. Und mit dem Herzchen. Yippie. Weil das ja auch klappt. Hey, ich brauche eure Hilfe. Ja? Was willst du denn? Kämpfe im Osten. Balthasar, kämpfe im Süden. Ja, der Harari irgendwas, klar. Ich will irgendeinen Boss erlegen. Ich glaube, dass du spitzt. Wir gehen jetzt mit dem Wassereimer erstmal Brände vor der Stadt löschen. Die sind da. Soll ich das weiß? Ich weiß es. Und das ist auch, wie geschickt ich bin. Ich kann mich rollen und das Wasser verschüttet sich. Okay. Es bleibt. Nein, es wird verschüttet. Alles klar. Yay! Brandbekämpfung Hämmertler. Beziehungsweise Harald. Der Harald. Du willst eine Brandbekämpfung machen. So, brennt's noch irgendwo? Da brennt's doch gleich wieder. Drüben brennt's. Oh, das hat jetzt viel gebracht, ja. Gut. Dann gucken wir mal, ob das Lager dazu fliegt. Also wir laufen einmal ums Lager rum, da sind lauter so Donnenfallen. Und dann noch einmal durchs Lager durch. Das bringt halt keine XP, ne? Das ist klar. Aber du bringst XP. Adrenalin steigt ab! Bam! Gewinne Adrenalin! Okay. Oh, ein Harari. Lust zu töten steigt. Da, den habe ich gesehen. Noch ein Harari. Komm her, du Harari, du. Ach, du zählst schon wieder nicht mehr. Na, Mist. Na, egal. Jetzt bin ich da. Jetzt wirst du auch gekloppt. Ich fange gerade erst an. Dann spitzen wir mal in diese Richtung weiter. Was? Was? Mehr werden kommen. Ja, mehr werden kommen. Es kommen doch immer mehr. Das ist doch so. Kaninchen. So eine Lüge. Mal schnell zum Wegpunkt, aber vorher. Ah! Ist ein widerspenstiges Kaninchen. Okay. Gerade noch. Schon knapp. Beinahe hätte die heilige Handgranate ausgepackt und dann wäre. Also. Moment. Das Kaninchen bekommt ja die heilige Handgranate ab. Insofern, ne. Falsch gedacht, falsch gedacht. Wer jetzt denkt, ich spinne, was labert der da für ein Müll? Ihr seid zu jung. Auch wenn ich es falsch beschrieben habe, aber jeder sollte wissen, worum es geht. Die heilige Handgranate. Das böse weiße Kaninchen.
Okay, ohne so einen Haradi-Angriff da, dauert jetzt ganz schön lang. I want a Haradi-Angriff. Auf diese Festung da. Oh, da ist schon wieder Feuer ausgebrochen. Da müssen wir wieder löschen gehen. Das war knapp. Gut. Nicht explodierter Schuss. Lissa, verwirre euch. Dann in Falle. Ja. Böses Kaninchen. Ich liebe Kaninchen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Kaninchen. Kaninchen sind so süß. Habt ihr schon mal Kaninchen gesehen, das sich so im Mund putzt? Oh, goldig. Wirklich goldig. So, was gibt's denn jetzt hier noch zu tun? Nichts mehr oder was? Muss ich jetzt nochmal eine Runde drehen, um Fallen zu suchen? Sieht so aus, hä? Naja, dann noch eine Fallenrunde. Aber da irgendwie... keine Falle. Why is there no Falle? Give me a Falle. Oder ein Haradi-Scharfschützen. Komm mit. Komm her. Gewinne, Adrenalin, fast fertig. Jetzt geht der Kampf richtig los. Ich weiß nicht, wer von euch da jetzt gerade den Schaden macht, aber... Lissa, verwirre euch. Stimmt, der böse Bär. Das hat er jetzt davon. Don't mess with the Dark Herald. Kaninchen. Wie süß und unschuldig es dasteht. Was machst du da eigentlich? Du stehst immer noch da. Nee, okay. Süße kleine Kaninchen. Ahnte nicht, was auf es zukam. Du übertreibst nicht, gell? Bloßer Kanickel. Der. Da. Den da. Den will ich haben. Sehr schön. So. Eins noch. Würde ich Lissa, glauben. Verwirre oder euch. Eins, maximal zwei, wenn es eine... Ne, wobei, nicht einmal das. Also auch eine Falle muss ausreichen jetzt. Alles muss ausreichen. Es muss genügen. Nur wo ist etwas? Ich sehe wieder mal nur ein Kaninchen. Mensch, das ist ja ein richtiges Kaninchenfeld hier. Was muss der denn tun? Nicht explodierter Schuss. Perfekt. Nehmen wir den. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier... Naja, wobei, wir können eigentlich erst mal da ins Wasser dann hüpfen. Aber als allererst natürlich mal das Herzchen abklappern. Ja!
Na, verfehlt. Grüß euch. Schon wieder so nackig. Was sind das? Ich will nicht so nackig rumlaufen. Doch blöd. Nee, doch nicht. Das arme Kaninchen musste jetzt leiden. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Zentaurenwellen. Auf. Hin, schnell. Schnell. Was hat ihr irgendwie? Bots jetzt geht oder was? Der Kampf richtig los. Wie ihr euch nicht bewegt und so. Nee. Ich fange gerade erst an. Das waren jetzt schon zwei Wellen. Na Wahnsinn. Lissa, verwirre euch. Ich stelle mich jetzt da oben hin. Best Ausblick. Ey. Erfrischen. Hey. Ich fühle mich. Da oben kommen 3, 4. Wo rennen die hin? Oh, die rennen gleich darüber. Lissa, verwirre euch. Fast fertig. Du Verrecker. Hör mal auf mich dort die ganze Zeit. Jetzt geht der Kampf richtig los. Ne? Dauer sein. Lissa, verwirre euch. Ja, naja, in einer Viertelstunde oder so greift ihr wieder an, das ist mir schon klar. 7 von 8, also letzte Welle, wo kommt sie? Ihr sterbt schmerzvoll. Da. Oh Mann. Lissa, verwirre euch. Okay, das war schon okay von der XP, hä? Und jetzt kommt der elendige, langweilige Unterwasserkampf. Yippie! Stufe 25 sind die. Oh, wow. Da ist also Stufe 25. Ja, bleibt ja sonst nichts anderes. Wenn das 24 ist. 23, 24. Naja, wahrscheinlich auch 24, aber. Nicht die Mühe wert. Da hast du eine Ahnung. Ich wäre total die Mühe wert. Ich bin der Held von irgendwas dann später. Vielleicht. Ihr sterbt schmerzvoll. Meistens. Das sterben so an sich. Pflanze. Sieht's eigentlich mit der Tageszeugs aus? Event. Ich bräuchte noch ein Event. Oh Gott.
Wo kriege ich denn da noch ein Event her? Da ist ein Event. Ich sag's und schon ist einer da. So traumhaft. Was? Achso. Ich habe schon Taucherbrille gelesen. Ich gedacht, was sind die da? So, wir gehen erst einmal den Wegpunkt holen. Und dann soll ich euch befreien. Das machen wir doch gleich. Ach, kann ich nicht einfach so, oder was? Muss ich da die Kreid töten? Hab ich schon einer angegriffen? Nö. Okay, was macht der kleine Barracuda da? So, Leben bitte. Leben, Leben, Leben. Leben. Ich sagte Leben. Oh, wie lange hält denn dieses Gift? Jetzt geht der Kampf richtig los. Okay, noch 7. Oh, du kriegst gleich mal einen F1-Schuss ab. Schwimmst du hin? Bereit loszuwüten. 4. Mein Bein. Gewinne Adrenalin! 3. Langsam aber sicher wird's. Okay, wo ist. Nee, nicht der Einsiedlerkrebs. Da oben ist was. Haha, beim Anschwimmen unterbrochen. Cool. Ja, das sind wahrscheinlich die. Bewege etwas. Ich bin ein Beweger. Quaggans gewonnen. Huhu. Dumme Kreid. Dumme tote Kreid. Du. Quaggan müssen das Dorf aufräumen. Dumme Kreid. Ja, ja. Dumme Kreid. Dumme Kreid. Unglaublich. Zu wüten. Okay.
Was hab ich denn da? Ich erhalte Adrenalin. Na super. Dumme Kreuz. Au, geh weg, du böses Viech. Geht weg. Oh Gott, geh weg. Zu viele. Ich hasse sie. Jetzt geht der Kampf richtig los. Gut, Krebsfallen, was sollen wir denn mit diesen Krebsfallen tun? Krabbenfleisch sammeln. Das reicht ja schon, oder? Reicht dir das schon, wenn ich dir das jetzt gebe? Achso, das nimmst du nicht. Mhm. Oder holen wir uns mal das Eisenerz. Achso, und da ist ja auch noch hier. Hallo. Hä? Ja, da ist die Böse, da will ich nicht nein. Aber ich muss da, glaube ich, nein. Für die Erkundung. Sixt. Ich glaube, da muss ich mal kurz durchschwimmen.